bist nicht sehr gut gelaunt. Findest du? Ja. Unübersehbar. Tut mir leid, es war für mich ein Und warum? Heute kam eine Patientin, die ich schon vor einiger Zeit behandelt hatte. Nach einem Selbstmordversuch. Sie sagt, dass sie so viele Probleme hätte, die sie nachts nicht mehr schlafen lassen. Und sie fühle sich zunehmend alleingelassen. Alle diese furchtbaren Nachrichten, die man hört, versetzen sie in tiefe Traurigkeit. Ich wusste nicht, was ich ihr hätte sagen sollen. Die meisten ihrer Ängste waren in der Vergangenheit unbegründet, aber jetzt ist es anders. Und was hast du ihr gesagt? Ich sagte ihr, dass ich leider nicht in der Lage wäre, noch irgendetwas für sie zu tun. Die Therapie sei abgeschlossen. Etwas anderes konnte ich ihr wirklich nicht sagen. Denn ich habe dieselben Ängste wie sie. Das verstehe ich. Ich habe im Department den Antrag gestellt und man sagte mir, dass es möglich wäre. Es ist sehr wichtig für mich, weil es sonst mit meinen Nachforschungen einfach nicht weitergeht. Würden Sie bitte bei Ihrer Entscheidung daran denken? Danke. Hätte er das nicht gleich sagen können? Hallo. Hallo. Wer war das am Telefon? Ach, so ein hirnverbrannter Idiot von der Strafvollzugsverwaltung. Und was hattest du denn mit dem so Aufregendes zu besprechen? Es ging um einen Gefangenen, der im Staatskrankenhaus psychiatrisch behandelt wird. Der wurde wegen wiederholter Sexualdelikte verurteilt. Du willst doch nicht etwa dorthin fahren und ihn besuchen? Ja, ich will ihn kennenlernen. Dieser Kerl hat ein ähnliches Persönlichkeitsprofil wie der Mann, den ich suche. Das kann ich nicht nachvollziehen. Was soll dir das bringen? Ich würde gerne wissen, was im Kopf dieses Menschen vorgeht. Interessiert dich das wirklich so sehr? Meinst du denn nicht, dass man sich diese unangenehme Erfahrung ersparen soll? Es wird zu einer wertvollen Erfahrung, wenn sie weiterhilft. Ich kann dadurch nachvollziehen, was dieser Kerl denkt und möglicherweise als nächstes tut. Das ist doch gefährlich. Wenn er als unzurechnungsfähig verurteilt ist, möchte ich nicht so gern, dass du dich mit ihm in einer Zelle aufhältst. Streng kontrolliert und abgesichert, oder meinst du, es macht mir großen Spaß, dorthin zu gehen? Ich könnte mir auch Besseres vorstellen, aber es ist wichtig. Aber sei vorsichtig. Ja. Aber du darfst nicht vergessen, wenn ich rauskriege, was ein Mensch denkt, der solche abscheulichen Taten begeht, könnten wir diesen Albtraum möglicherweise beenden. Meinst du nicht, dass es sich dafür lohnen würde? Du denkst doch nicht etwa, nur weil du Ärztin bist, müsstest du hart wie Stahl sein. Ist es denn so schlimm für dich, Ängste zu haben? Das ist doch ganz normal. Ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Das ist nicht nur meinetwegen. Wie soll ich dann meinen Patienten helfen, wenn ich mit meinen eigenen Ängsten nicht fertig werde? Wie sollen sie sich auf mich verlassen? Du irrst dich. Es erwartet niemand, dass du auf alles eine Antwort hast. Das stimmt, aber man erwartet, dass ich meine Arbeit gut mache. Deine
Patienten werden dich nicht gleich für inkompetent halten, nur weil du Probleme hast. Du musst dir nichts einreden. Du bist eine gute Ärztin. Du lässt doch keine Möglichkeit aus, um den Menschen zu helfen. Ja, sicherlich. Doch meine persönlichen Probleme dürfen nicht meinen Sitzungen schaden. Das geht einfach nicht. Auch nicht, wenn du deine Patienten dadurch besser verstehst. Nein, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Na gut. Es steht mir nicht zu, dir zu sagen, wie du deine Arbeit machen musst. Das kenne ich von irgendwoher. Heather, Kelly Conrad wartet draußen. Ich bin schon unterwegs, sag ihr das. Also, wir sehen uns nachher, ja? Ja, ich kann es kaum erwarten. Danke, Zack. Ja. Ich hatte gehört, dass Sie es doch noch zur Party geschafft haben. Ja, ganz richtig. Glücklicherweise waren wir zu Hause, bevor das passiert ist. Es ist wirklich unglaublich. Ja, das Fernsehen und die Zeitung berichten über nichts anderes mehr. Wir können froh sein, dass wir damit nichts zu tun haben, finden Sie nicht? Mhm. Als Heather es hörte, wie hat sie darauf reagiert? Ich meine, hat sie die Frau gekannt? Nein, nicht so richtig. Aber ich würde sagen, dass sie stärker mitgenommen ist, als sie es vor sich zugeben will. Die Zeit, die wir zusammen waren, war die wundervollste Zeit meines Lebens. Es war unbeschreiblich mit dir. Ich war so glücklich. Ich werde mich ändern und so werden, wie du mich haben wolltest. Du hattest recht. Ja, ich brauche Hilfe. Und ich werde sie auch kriegen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es ohne dich schaffen soll. Was machen Sie da? Stehen Sie schon lange hier? Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie wirklich... Sie verfolgen mich wohl! Nein, Ken, ich mache mir nur Sorgen um Sie. Ja. Bitte, ich will Ihnen nur ein Freund sein. Sie wollen mir ein Freund sein? Ja, aber wahrscheinlich nur so lange, bis Sie genug für Ihre Story wissen. Sie daran Schmerz empfindet. Unendliche Trauer. Kennen Sie dieses Gefühl? Können Sie das überhaupt nachvollziehen? Nein, das ist es nicht. Ach nein, diese Geschichte ist es nicht? Womöglich geht's um den Triebtäter. Vielleicht bin ich ja der Hauptverdächtige. Liege ich da richtig, Freundin? Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beobachten vorhin. Ich war nur so... Ich war so berührt von dem, was Sie sagten. Und ich wollte nicht aufdringlich sein. Sie wollten nicht aufdringlich sein. Schon, dass Sie sich erlauben, hier zu sein, ist aufdringlich. Können Sie nicht verstehen, dass auf dieser Welt Dinge existieren, die ganz privat sind? Dinge, die kein anderer Mensch sehen soll. Und auch nicht hören. Jetzt gehen Sie endlich und lassen Sie mich mit Ihrer Story in Ruhe. Sie wissen, dass ich das... Außer meiner persönlichen Sorge ist da auch noch die Arbeit, die mich verpflichtet. Ach, tatsächlich? Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie mit mir rechnen können. Haben Sie mich verstanden? Und ich will, dass Sie endlich von hier verschwinden. Ist das klar? Wollte nicht deine Mutter kommen und dich zu deinem Termin bei Zack begleiten? Ja, das hatte sie vor. Aber eigentlich fährt sie nur, um Kelly und Jeffrey zu helfen. Sie können ihn endlich nach Hause holen. Ach so. Hast du einen normalen Termin oder gibt es irgendwas Besonderes zu untersuchen? Nein, wie immer ganz normal. Ich stelle mich auf diese Waage, mache meine Augen ganz fest zu und öffne sie erst wieder, wenn diese Schwester meinen Fortschritt in Form von Kilos aufgeschrieben hat. Ganz ehrlich, so schön wie jetzt bist du noch nie gewesen, Liebling. Hallo. Hallo, komm rein, wie geht's dir? Danke, gut, und dir? Auch gut. Schön, dich zu sehen. Hallo, Mom. Hallo, geht es dir gut? Oh, ich werde immer dicker. Also, ihr beiden, macht euch einen schönen Tag. Ich werde jetzt gehen. Wir sehen uns heute okay, Abend. Okay, dann bis heute Abend. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Er arbeitet zu viel. Ich hoffe, dass bald wieder ein wenig Ruhe in unser Haus einzieht.
Das geht uns allen so. Wollen wir los? Ja. Warte, ich hole nur meine Tasche. Hast du heute einen besonderen Termin? Oh nein, das hatte ich Cruz auch schon gesagt. Heute ist nur Wiegen dran, also nichts Weltbewegendes. Weißt du schon genaueres über diese Untersuchung? Ich meine die Amniozentese. Ja, der Arzt hat mir davon erzählt. Hat er das? Und wirst du es machen lassen oder nicht? Nein, das heißt, ich werde es mir noch überlegen. Ich weiß es noch nicht. Lass uns gehen. Ja, gehen wir. Vergewaltiger wurde Mörder auf Capitol Ball. Ted, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Und welche? Die letzten Aktien, die wir gekauft haben, sind gestiegen. Wir sind um einiges reicher. Sind wir das? Ist ja toll. Was soll das bedeuten? Ich erwarte ein bisschen mehr Enthusiasmus. Können Ihnen solche finanziellen Spritzen keine Freude mehr bereiten? Ich bin etwas durcheinander. Es ist immerhin ein Mord geschehen. Ach so. Lassen Sie uns alle Unklarheiten zwischen uns aus dem Weg schaffen, einverstanden? Ich mag es nicht, wie Sie sich verhalten. Verhalte ich mich irgendwie besonders zurückhaltend? Sehr misstrauisch. Falls Sie mich in irgendeiner Weise verdächtigen, dann sollten Sie es ruhig sagen. Ich verdächtige Sie in keiner Weise, Major. Ich habe mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Ich hätte auch nicht erwartet, dass Sie ein Geständnis ablegen würden. Ich kann dazu nur sagen, dass es mir schrecklich leid tut, dass so etwas passiert ist. Ich mochte Andrea. Die Arbeit mit ihr hat großen Spaß gemacht. Ich wollte Sie davon überzeugen, wieder mit mir zusammenzuarbeiten. Dann waren Sie wohl deshalb am Strand, was? Sie hatten dort nach ihr gesucht, weil Sie das fragen wollten. Sehen Sie, ich kann nicht einfach so tun, als wüsste ich nicht, dass Sie in dieser Nacht am Strand waren. Ich kann nur hoffen, dass sich alles aufklärt. Und in Ihrem Interesse hoffe ich, dass das recht bald ist. Das hoffe ich genauso. Aber solange der Mörder noch frei ist, wird man nichts aufklären können. Und das heißt, ich bin der Verdächtige bis dahin. Ich hätte gemeint, Sie wären etwas nachsichtiger als die Polizei. Wie geht es mir? Es ist alles in Ordnung. Ich bin zufrieden mit Ihnen. Wenn Sie zufrieden sind, dann bin ich es auch. Und? Wollen wir einen Termin für die Amniozentese machen? Jetzt schon? Naja, es muss nicht gleich morgen sein, aber irgendwann in der nächsten Zeit. Haben Sie vielleicht Bedenken gegen die Untersuchung? Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich meine, ich kann verstehen, warum wir es machen, aber erwartet man vielleicht nicht zu viel von so einem Test? Dieses Verfahren zur Bestimmung der Vaterschaft ist tatsächlich eine neuere Entwicklung. Es ist so, dass der Fruchtwassertest mit der HLA-Bestimmung kombiniert wird. Hierbei werden Ihre weißen Blutkörperchen und die Ihres Mannes analysiert, indem ein Bild von den genetisch festgelegten Gewebsantigenen erstellt wird. Und sobald die Typen der HLA der Eltern bestimmt worden sind, vergleichen wir sie mit den Zellen des Fötus, die wir dem Fruchtwasser entnommen haben. Und wie genau ist das dann? Etwa 96%. Oh, erstaunlich, sehr beeindruckend. Allerdings will ich Ihnen sagen, dass mich diese Untersuchung doch etwas beunruhigt. Aber warum denn? Sie kennen meine Krankengeschichte. Sie wissen, ich hatte eine Operation und zwei Fehlgeburten. Ja, das ist mir bekannt. Ich weiß, dieses Verfahren ist risikoreich und ich bin nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. Cruz und ich wollen dieses Baby. Wir wollen es unbedingt. Und es gibt für mich überhaupt keinen Zweifel. Ich weiß am besten, wer der Vater meines Kindes ist. Wieso dann also dieser Test, der ohnehin nur bestätigt, was ich schon weiß? Ich kann Ihre Vorbehalte sehr gut verstehen. Ich habe großen Respekt vor Ihrer Intuition, aber das hier ist eine wirklich ernsthafte Sache. Nein, das finde ich ganz und gar nicht. Ich denke, dass wir erst eine daraus machen. Hatten Sie sich schon mit Cruz darüber unterhalten, dass Sie gegen diese Untersuchung sind? Oh. Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, noch nicht so richtig. Ich glaube aber, dass es wichtig wäre. Meinen Sie nicht, dass es Ihnen genauso angeht wie Sie? Er hat doch auch was dazu zu sagen. Bereden Sie es erst in Ruhe mit ihm und dann können wir beide entscheiden, was das Beste ist. In Ordnung? Mhm. Thank you.
Ist das Cruz Castillo? Ja. Rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind. Ansonsten haben Sie 20 Minuten. Fillmore Wensley, Mr. Castillo. Aber das wissen Sie. Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich muss mich für den fehlenden Komfort entschuldigen. Ich würde Ihnen gerne einen Drink anbieten, aber das geht ja leider nicht. Tja, nicht zu ändern. Ich lebe hier sehr zurückhaltend. Warum schauen Sie mich so überrascht an, Mr. Castillo? Stimmt etwas nicht? Ach so, natürlich. Sie haben wahrscheinlich erwartet, einem Monster gegenüberzustehen. Ich bin ganz normal, ein ziemlich durchschnittlicher Mann. Ich finde es nicht normal, 22 Frauen zu vergewaltigen. Nun gut, meine Anwesenheit hier jedenfalls straft die Auffassung Lügen, dass Sicherheit in den Zahlen liegt. Finden Sie nicht? Mr. Wensley, meine Frau ist auch vergewaltigt worden. Der Mann, der es getan hat, ist noch frei und er belästigt uns immer noch. Er ruft meine Frau an, gibt ihr Nachrichten und hinterlässt seine Symbole. Er lässt sie nicht in Ruhe mit seinen Obszönitäten. Haben Sie das vielleicht genauso gemacht wie er? Ich bin unschuldig, Sir. Ich habe hier kein Telefon, wussten Sie das nicht? Aber Sie sind ein intelligenter Mann. Ihre Pinnwand ist mir aufgefallen. Sie sammeln Artikel, die ganz ähnliche Fälle betreffen. Sie könnten mir vielleicht mehr darüber erzählen. Interessiert Sie nicht eher die Frage, wieso der Vergewaltiger sich eine besondere Frau aussieht? Ihre Frau zum Beispiel. So ist es. Und wieso er diese Frau verhöhnt? Indem er Spuren hinterlässt, die auf seine Anwesenheit hinweisen. Fürchterliche Momente der Erinnerung für Sie. Manchmal geht er sogar das Risiko an, Sie zu verfolgen, wenn Sie das Haus verlässt. Er hinterlässt Dinge, die Sie finden muss. Das hat aber nicht in den Zeitungen gestanden. Woher wissen Sie das? Die Motive variieren. Die Taten sind oft nach demselben Strickmuster gestrickt. Der Täter will bei der Frau die Erinnerung an das Erlebnis wachhalten. Die gemeinsame Erfahrung. Ja. Soll sie nicht vergessen können. Gemeinsame Erfahrung? Ja, natürlich. Es war eine gemeinschaftliche Darbietung des Opfers am Gott. Das spielt die Frau in diesem makabren Theaterstück. Wahrscheinlich das Opfer. Ganz richtig. Die Darbietung der würdigen Frau. Sie bietet sich dar als Opfer. Der Mann zwingt ihr seinen Willen auf und hat sich damit den Göttern gleichgesetzt. Für nur einige Minuten kann der Mann Gott verkörpern. Und wenn sein Wille auch nicht im Himmel geschieht, dann doch wenigstens hier auf Erden. Durch die Vereinigung mit diesen Frauen. Es geht so weit, dass er eins mit ihnen wird. Verstehen Sie mich? Diese Art der Vereinigung überschreitet die Grenzen der physischen Wahrnehmung und es kommt zu einer anthropomorphischen Verschmelzung von zwei Seelen. Denken Sie nur an Leda, wie sie dem Schwan erliegt, oder an Danas Besessenheit von Jupiter in einem Traum aus Gold. Sind das Vergewaltigungen oder Transmutationen? Oder vielleicht ist der Mensch nicht nach dem Abbild eines Gottes, sondern nach dem vieler Götter geschaffen. Viele Männer, viele Götter, aber nur eine zu Fleisch gewordene Frau. Und an diese göttliche Vereinigung soll sie sich immer erinnern. Durch die Pflanzen, durch den Regen, durch die Schatten, die ihr Antlitz bedecken. All das sind Erinnerungen. Ich war hier, das will er ihr mitteilen. Und ich komme vielleicht wieder. Stell dir das vor. Eine mondlichtüberflutete Nacht und wir beide sitzen am Hang eines Berges. Das Gras biegt sich im Wind. Wir trinken etwas. Wir umarmen und wir küssen uns. Wir sind glücklich, allein in der Wildnis. Das hört sich gut an, oder? Ist es nicht gefährlich, nachts in den Bergen herumzusteigen? Das Mondlicht wird uns führen. Der Mond scheint heute Nacht nicht. Was? Ich hatte ihn extra darum gebeten. Er hat es vergessen. Du machst mir Versprechungen und dann wird nichts draus. Vielleicht ist es im Dunkeln noch besser. Lass die Romantik, Scott. Ich bin einfach zu sachlich dafür. Gut, dann machen wir es anders. Wir fahren jetzt los und holen so viel zu essen und zu trinken, wie wir tragen können. Dann fahren wir nach Hause, werfen ein paar Stückchen Holz in den Kamin und machen uns ein schönes Feuer. Ich krame meinen alten, riesengroßen, superbequemen Schlafsack aus der Kammer und breite ihn für uns auf dem Fußboden aus. Was meinst du? Könnte dir das gefallen? Wenn wir aufpassen, dass unser Bett vor dem Kamin kein Feuer fängt, dann könnte es ganz schön werden. Ich werde den Feuerlöscher bereitstellen. Aber Spaß beiseite, was sagst du dazu?
Ich denke, dass es ziemlich dumm von mir wäre, so ein Angebot auszuschlagen. Ja, denn du würdest es ganz sicher bereuen. Ja, da hast du recht. Wie immer, Schatz. Dr. Clark, bitte auf 117 an. Dr. Clark, bitte auf 117. Sie brauchen doch hoffentlich nicht gerade einen Assistenzarzt auf der Intensivstation. Heute Nacht kommt nichts dazwischen. Wir sind nur für uns da. Du wartest hier auf mich. Hi, willst du deine bessere Hälfte? Lass mich ja in Ruhe. Ich will dir nur sagen, deine Hingabe als Ehefrau ist wirklich rührend. Ich frage mich nur, ob Jeffrey das auch zu würdigen weiß, ob er das überhaupt will. Ich nehme an, dass er keine andere Wahl hat, aber so einen Mann brauchst du offensichtlich. Was fällt dir ein, so etwas zu mir zu sagen? Wie kannst du in dieser Art von Jeffrey und mir reden? Ich will, dass du endlich wach wirst. Ich glaube eher, du verkraftest nicht, dass jetzt ein für alle Mal mit uns beiden Schluss ist. Ach ja? Eins verkrafte ich nicht. Die Heuchelei von dir und wie du mit mir umgehst. Denk an neulich. Du wolltest nicht mit mir tanzen. Und wieso nicht? Hä? Ich glaube, ich verstehe dich. Ich kann es dir nachfühlen. Denn wenn du mich nur einmal angefasst hättest, weißt du, was dann passiert wäre? Du müsstest dir selbst eingestehen, dass du nicht mehr mit Jeffrey leben könntest. Ist es so oder nicht? Du wirst nervös, wenn ich in deine Nähe komme. Stimmt's? Stimmt nicht. Dazu bin ich viel zu enttäuscht von dir. Ich kann mir nicht erklären, was mit dir passiert ist. Du bist so gemein geworden und so hartherzig. Warst du das schon immer und ich habe es nicht bemerkt oder hast du dich nur so sehr verändert? Ich hatte angenommen, du hättest ein gutes Herz. Du wärst nett und sehr sanft. Unmöglicherweise war ich das. Was ist denn passiert mit dir? Musst du auf Ablehnung so reagieren, dass du ein gemeiner Mensch wirst? Hast du das nötig? Es ist nun einmal so, wie es ist, okay? Ich erkenne dich einfach nicht wieder. Was ist bloß los mit dir? Du kannst das ändern. Ich wäre ein anderer Mensch, wenn du zu mir zurückkommen würdest. Erinnerst du dich? Es gab eine Zeit, wo du geschworen hast, du würdest nichts auf der Welt mehr lieben als mich. Weißt du das noch? Ich erinnere mich daran. War das eine Lüge? Das war keine Lüge. Ehrlich, ich habe dich geliebt wie nichts anderes auf der Welt. Und ich dachte, du liebst mich genauso. Kaltblütig hast du unsere Liebe getötet. Mein ganzes Leben genug ist zerstört. Halt, das wirst du bereuen. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu verletzen, doch ich musste Schluss machen. Es war wohl für uns beide das Beste. Tu mir einen Gefallen. Lass mich entscheiden, was für mich das Beste ist. Kelly! Ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit mit Ihnen. Nein, warten Sie. Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann, den Sie suchen, ist relativ jung. Er ist sehr intelligent und sehr kultiviert. Es ist jemand, der eine psychisch-dramatische Kindheit hatte. Aha. Er liebt junge, blonde Frauen. Oh, Verzeihung, er hasst sie besser gesagt. Wieso? Befreiung, Mr. Castillo. Er will sich einfach rächen. An wem? An der Person, die ihn verletzt hat. Jemand aus seiner Kindheit, zum Beispiel die Mutter. Babysitter, eine Frau. Die hübsch ist, die wichtig ist und gemein. Und wenn er vergewaltigt, sieht er diese Person vor seinem inneren Auge. Woher wissen Sie das so genau? Er musste machen, was sie wollte. Sie hat ihn verletzt und gedemütigt. Jetzt ist sie an der Reihe, gedemütigt zu werden. Sie muss sich klein fühlen. Und nicht nur einmal, sondern für eine lange, lange Zeit möchte er das. Deshalb bringt er sich immer in Erinnerung. Um sie wissen zu lassen, dass sich das Blatt gewendet hat. Nicht er ist es mehr, der erniedrigt wird. Wenn der Mann so viel Risiken auf sich nimmt, wird er doch bestimmt bald zu kriegen sein. Er hat aber gar keine Angst, gefasst zu werden. Nein, niemals würden sie ihn verdächtigen. Das weiß er genau. Aus diesem Grund hat er die Frau ausgesucht. Er ist dir also bekannt? Genau so ist es, Mr. Castillo. Das ist der Knackpunkt. Jeffrey ist fertig. Du kannst die Papiere holen. Ich warte. Ist gut, Mom. Na? Was hast du hier zu suchen? Es bereitet dir wohl Vergnügen, Kelly zu quälen. Du tauschst überall dort auf, wo sie ist. Es reicht dir scheinbar noch nicht, was du ihr angetan hast. Ihr solltet mir aus dem Weg gehen. Ich belästige niemanden. Ich lasse mich hier im Krankenhaus durchchecken. Wie jedes Jahr. Leider bin ich auch nur ein Mensch. Das weißt du ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist ja wirklich süß. Willst du den Rest deines Lebens eifersüchtig sein? Hör auf, damit dich so unwiderstehlich zu finden. Das bist du nicht. Du bist voll Hass. Ich sehe es immer mehr und mehr, TJ. Ich habe die Nacht, als Cici dich gebeten hat, die Party zu verlassen, noch ganz deutlich vor Augen. Und es wurde mir mit einem Mal klar, dass du zu allem fähig bist. Du hast doch die Party verlassen, oder nicht?
Wo hast du den Rest der Nacht verbracht? Ach so, darauf habe ich schon gewartet. Das konnte ich mir denken. Du hast also vor, mir Mord und Vergewaltigung anzuhängen. Genauso wie du versucht hast, mir Veruntreuung in dieser blöden Firma zu unterstellen. Ich will dir mal was sagen. Ja? Ich fühlte großen Hass an diesem Abend. Gegen dich ganz besonders und allem, was mit dir zu tun hat. Das hat nichts zu tun mit diesem Mädchen. Die interessiert mich nicht. Das ist ja ganz neu. Du kannst doch sonst an keinem Mädchen vorbeigehen. Könnten Sie sich etwas leiser unterhalten? Sie sind im Krankenhaus. Kommen Sie her, Doktor. Ich habe einen interessanten Fall für Sie. Diese Frau hat eine gründliche Behandlung nötig. Dr. Douglas, bitte in die Notaufnahme. Dr. Douglas, bitte in die Notaufnahme. Kane Garver, Hamilton, TJ Daniels. Wer ist da? Ich bin's, Kane. Er sagt, er wäre ein Freund von Ihnen, Mrs. Castillo. Ja, das stimmt. Lassen Sie ihn bitte rein. Danke. Wollen Sie, dass ich auch reinkomme? Nein, das ist nicht nötig, aber vielen Dank. Ich wollte dich sehen. Wo bist du gewesen? Du warst bei ihr auf dem Friedhof die ganze Zeit, habe ich recht? Ich wollte noch ein bisschen länger bei ihr sein. Wieso setzt du dich nicht? Du siehst ganz erschöpft aus. Ach, nein. Nein, ich hätte nicht herkommen sollen. Ich will dir meine Probleme nicht aufzwingen. Du hast genug eigene. Es ist nicht so leicht. Ich wollte ja nach Hause gehen. Ich konnte es einfach nicht. Sie ist nicht mehr da, ich bin allein. Oh, schon gut. Du bleibst so lange, wie du willst hier. Das ist gar keine Frage. Was habe ich nur getan? Sie hat mich geliebt und ich habe sie weggestoßen. Wie konnte ich das tun? Muss man sich nicht fragen, warum man etwas getan hat? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich hatte ich zu viel mit mir selbst zu tun. Das konnte sie einfach nicht verstehen. Sie war sehr verletzt. Ja. Sie hatte das Gefühl, dass sie dir nicht trauen kann. Du weißt, ich mache alles hundertprozentig und wenn ich mich einer Sache verschrieben habe, dann will ich auch, dass sie gut wird. Da konnte ich mich nicht ständig auf eine Frau konzentrieren. Das hatte nichts mit meinem Gefühl für sie zu tun. Es ist so, ich kann mir nicht helfen. Ich kann es doch nicht ändern. Verstehst du das? Oh nein. Ich sehe es dir an, du vertraust mir auch nicht mehr. Du denkst, du glaubst, ich habe es getan. Nein, ich denke nicht, dass du es warst. Ich kann es doch in deinen Augen sehen. Weißt du nicht mehr, wie es damals war, als du aus den Bergen hierher zurückgekommen bist? Ich bin dir gefolgt und du hast mir geholfen. Du wolltest, dass ich in deinem Haus wohne. Du hast es dir nicht ausreden lassen, obwohl dir alle sagten, dass ich verrückt wäre. Kane, ich weiß genau, dass du ein gutes Herz hast. Aber du willst mich nicht mehr sehen, nicht wahr? Ja, ich kann nicht. Bitte. Oh Gott, womit habe ich das verdient? Nein, nicht so! Kane! Mr. Wensley, es hat für mich keinen Sinn, Zeit zu verschwenden. Wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, möchte ich auch Hinweise, wie ich diesen Mann finde. Sie werden ihn nie finden. Sie sind zu nah dran. Überhaupt eigenartig, dass das Ihr Fall ist. Ich werde ihn zu fassen kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich sage nicht, dass Sie es nicht wollen. Nur ich bezweifle ganz stark, dass Sie es auch schaffen werden. Sie kennen mich noch nicht. Ist das Ihre Familie?
Meine Frau und meine Tochter. Mary Ellen wurde geboren, als ich schon im Gefängnis war. Sieht sie nicht aus wie ein Engel? Sie sagen, der Mann will sich für erlittene Erniedrigungen rächen. Deshalb vergewaltigt er. An wem wollen Sie sich rächen? Sie sind hergekommen, um über jemand anderen zu reden, nicht über mich. Was soll denn das? Ich würde Ihnen auch sehr gerne eine Frage stellen. Haben Sie was dagegen? Fragen Sie. Wenn Sie sich Ihre Frau jetzt ansehen, denken Sie an den Mann, der Sie vergewaltigt hat? Wie ist es? Können Sie überhaupt an etwas anderes denken? Was meinen Sie, hat sie für Gedanken, wenn sie anblickt? Ob sie Ihr Gesicht sieht? Oder das des Mannes, der sie vergewaltigt hat? Sie sind krank. Aber ich habe recht. Denken Sie, es wird sich irgendwann ändern und sie wird wieder Ihr Gesicht sehen? Sie wollen ihn fassen und einsperren, aber das nützt Ihnen nicht viel, Mr. Castillo. Für Sie und Ihre Frau hat sich das Leben grundsätzlich geändert, und zwar für immer. Wache! Hallo, Schatz. Was ist los? Herzstillstand bei einem Patienten. Es geschah während der Operation. Wie es aussieht, muss jemand bei ihm bleiben und ihn beobachten. Wird er durchkommen? Ja, ich denke schon, aber das bedeutet, wir können unsere romantische Nacht vor dem Kamin vergessen. Oh, tja, das Leben ist ungerecht, nicht? Ich will dich heute Abend nicht allein lassen. Tut mir leid, ich habe dir vorgeschwärmt, wie es heute Abend sein könnte. Und nun muss ich hier Dienst machen. Mach dir keine Gedanken, ich werde mich nicht langweilen. Ich habe genug zu tun. Vielleicht lese ich ein Buch. Nein, nein, warte eine Sekunde. Zack? Mhm. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, sicher. Sehr schön. Komm. Würden Sie diese hübsche Lady in ein Restaurant führen? Auf meine Rechnung natürlich. Ich hatte ihr für heute Abend ein Essen versprochen. Also, ich würde sagen, ja, ich bin einverstanden. Entschuldigt bitte, aber darf ich auch was sagen? Na ja, ich dachte nur, du willst heute Abend nicht allein sein. Ja, du hast schon recht, aber ich würde vorher ganz gern gefragt werden. Verwirb jetzt nicht alles. Wir erleben ein sehr seltenes Ereignis, wirklich erstaunliches. Gott zeigt Vernunft und ich kann davon profitieren. Das muss ich ausnutzen. Danke, ich kann meine Zeit auch für mich allein genießen. Was ist denn mit euch los? Ich denke, ihr seid alte Freunde. Und ich hatte gedacht, ihr seid keine. Naja, Zack hat es schon bemerkt. Ich habe mich den Gesetzen der Vernunft gebeugt. Es geht doch nur darum, ich will einfach nicht, dass du heute Abend traurig zu Hause sitzt. Das ist alles. Ach, du hast ja recht. Ich danke dir. Dir auch, Zack. Es ist mir ein Vergnügen. Ich muss mir nur noch einen meiner Patienten ansehen. Wenn du willst, treffen wir uns später im Schwesternzimmer. Gut, bis nachher. Scott? Ja? Ein Essen mit einem alten Freund ist leider nicht zu vergleichen mit einem Picknick am Kamin auf einem superbequemen Schlafsack. Sei nicht traurig, es warten auf uns noch viele Nächte auf dem Schlafsack. Heute Abend gehst du mit Zack aus, okay? Wenn wir keine Ärzte wären, dann könnten wir beide jeden Abend am Kamin sitzen. Möglicherweise sollte ich meinen Kittel an den Nagel hängen. Nein, weiß steht dir wunderbar, finde ich. Was hältst du davon, wenn ich hier bleibe und dir helfe? Es ist unglaublich, weißt du? Zum ersten Mal will ich mich nobel und erwachsen verhalten und du lässt mich nicht. Gut. Wenn du willst, gehe ich mit Zack essen. Vielleicht wird es doch noch ein schöner Abend. Er kann dir Gesellschaft leisten. Aber alles andere ist meine Sache. Vergiss das nicht. Mach's gut. Bis dann. Hallo, warum bist du noch nicht im Bett? Ist was passiert? Nichts Besonderes.
Hast du diesen Mann im Gefängnis gesehen? Ja, das habe ich. Und? Erzähle. Es ist ein 40-jähriger Mann. Wenn er dir auf der Straße entgegenkäme, würdest du ihn nicht beachten. Hast du irgendwas rausgekriegt? Ich meine, irgendwas, was neu für dich ist. Möglicherweise ist etwas neu für mich. Und was ist das? Nichts, was man wiederholen könnte. Ich habe genau gewusst, dass es nicht angenehm für dich wird. Ich musste hinfahren. Es war ein Versuch, verstehst du? Ich wollte eine Vorstellung haben, wie er ist. Welche Gedanken so ein Kerl überhaupt hat. Komm, Schatz. Nein, mach es dir nicht so schwer. Du sollst nicht mehr daran denken. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Bitte sag, was los ist. Ich fühle mich krank. Soll ich dir eine Tablette holen? Nein, danke. Ich denke, ich gehe unter die Dusche. Entschuldige mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube, wir werden jetzt klarkommen. Hast du vor, dir wieder eine Krankenschwester zu nehmen, die dir zur Seite steht? Ja, ich werde gleich morgen früh in der Agentur anrufen. Wenn du willst, kann ich mit Dr. Donnelly sprechen. Der könnte dir jemanden empfehlen. Gehst du denn immer noch mit ihm aus? Wir sind Freunde. Er wird mir den Gefallen tun. Nein, vielen Dank. Ich komme damit klar. Ich werde jemanden finden. Schatz, ich kann gut verstehen, dass du die Strecke allein zurücklegen willst. Doch das hier ist kein Wettlauf. Was meinst du? Du denkst, du müsstest deine Probleme ganz allein bewältigen. Dabei weißt du, welche Freude es mir bereiten würde, dir zu helfen. Ja, Mom, das weiß ich, aber... Aber? Mom, ich kann nicht wegen jeder Kleinigkeit zu euch rennen. Ich muss meine Probleme allein lösen. Ich komme mir sonst wie ein kleines Kind vor. Mein Schatz, weißt du, auch Erwachsene lassen sich helfen, wenn ihnen die Probleme über den Kopf wachsen. Wenn das so ist... Dann würde ich dich jetzt doch gern etwas fragen. Dann schieß los. Würde es dir sehr viel ausmachen, heute Nacht hier zu schlafen? Das Gästezimmer ist frei. Ich bin sehr glücklich, dass du mich fragst. Ich wollte es dir nicht anbieten, um mich nicht aufzudrängen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du heute Nacht hier bleiben könntest. Geht es dir besser? Ja, die Dusche hat wirklich gut getan. Das Fernsehprogramm ist langweilig heute. Nicht so schlimm, ich habe sowieso keine Lust drauf. Soll ich dir was zu essen holen? Nein, danke. Ich würde so gern erfahren, was los ist. Du musst entschuldigen. Die Sache ist mir nicht besonders gut bekommen. Ich wusste vorher nicht, worauf ich mich da einlasse. Willst du mir davon erzählen? Ja, es war wie ein Horrorfilm. Du hältst die Hände vor die Augen, wenn es gruselig wird, und schaust dann doch durch die Finger und siehst all die fürchterlichen Dinge, die du überhaupt nicht sehen wolltest. Dieser Kerl hat eine gespaltene Persönlichkeit. Zuerst redet er so einen mystischen Mist zusammen und plötzlich machte er auf mich wieder einen ganz normalen Eindruck und gab völlig überzeugende Dinge von sich. Was hat er denn erzählt? Er sagte, dass Männer, die vergewaltigen, wie Götter sind. Sie hätten eine bemerkenswerte Kraft über Frauen. Dann war er wie ein Sozialarbeiter, der über irgendwelche Psychoakten reden muss. Und die ganze Zeit machte er ein Gesicht, als hätte er die Weisheit erfunden. Ein schreckliches Gesicht. Ja, so war das. Dann hast du also nichts erfahren, was dir nutzen könnte. Nicht so richtig.
Wenn du nochmal darüber nachdenkst, fallen dir vielleicht doch noch irgendwelche Einzelheiten auf, die du gebrauchen kannst. Möglicherweise. Hattest du irgendwann Angst vor mir? Was, Angst vor dir? Nein, wie kannst du denn nur so etwas denken? Ich weiß nicht. Er klärte mich auf, wie dir zumute ist. Welche Gefühle du hast. Wenn wir zusammen sind, deine Gedanken. Oh nein, ich wollte nicht davon anfangen. Bitte komm, erzähl weiter. Er sagte, dass du es niemals vergessen wirst. Jeder Mann und selbst ich werden dich immer daran erinnern, was passiert ist. Mein Schatz, wenn ich dich ansehe, sehe ich nur deine Güte und deine Stärke. Du bist das Wichtigste für mich auf der Welt. Ich liebe dich über alles. Für mich gibt es nur dich. Es ist alles so einfach. Ich fürchte nichts. Ich denke nur an dich. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn sich das ändert. Es wird sich nicht ändern. Solange wir leben, wird sich das nicht ändern.